Schönen guten Tag. Setzen Sie sich doch. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe irgendwie so Bauchschmerzen. Mhm. Wie lange schon? Ja, so seit gestern Abend. Mhm. Ampel, Ampel, Ampel. Ich bin kein Roboter. Blähungen? Ja. Mhm. Müdigkeit auch? Ja, schon. Okay. Ja, total. Mhm. Ja, Sie haben ein kolorektales Karzinom. Wie bitte? Darmkrebs. Sind Sie sicher? Ganz sicher, das sind die ersten 5 Treffer hier. Klare Diagnose. Das. Nur einer liegt hier nahe, es könnte auch eine Magenverstimmung sein. Hm. Aber das ist ein gesponserter Link, dem kann ich leider nicht trauen. Herr Doktor, das ist uns wahnsinnig unangenehm. Ach, das muss es doch nicht. Wir hätten das natürlich selber googeln können, aber wir haben solche Netzwerkprobleme. Ja, mein Handydatenvolumen ist halt auch voll aufgebraucht gerade. Ich glaube, ich würde da gern noch eine Zweitmeinung einholen. Ja, klar, verstehe ich. Gerne. Ja. Nee. Bei Bing gleiche Diagnose. Yahoo auch. Und ChatGPT meint, es könnte auch ein Hirntumor sein. Hm? Oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Hirntumor? Ich glaube, da muss ich nochmal genau nachschauen. Sie haben auch Fußpilz? Ich habe da was, womit dieses Problem der Vergangenheit angehört. Hallo? Hm? Juxtapes. Sind Sie privat versichert oder? Nee, Kasse. Denke Kasse. Ja, dann müssen wir leider noch kurz zum Werbetipp. Dafür steht mit meinem Namen. F.Neureuther. Fußball ist bei Ihnen zufällig auch ein Thema? Ja, Gott sei Dank nicht, nein. Schlimm ist das. Hallo, ihr Lieben. Kleiner Tipp. Bei Darmkrebs, ja. Magenverstimmung. Jakob Lichtkraft 85. Ich liebe diesen Typen. Ich gucke den so oft. Ja, das ist wie so ein Guru. Sollte man sich nur noch von Sonnenlicht ernähren. Es funktioniert super. Wirklich, es ist so. Und ich kann Ihnen den Link zum Video auch schicken. Heilung ist da. Wir haben noch kein Internet gerade. Ich verschreibe Ihnen einfach einen neuen Router und eine 5G-Datenflatrate. Und dann können wir die Diagnosen wieder selber googeln. Moment, 5G. Das ist doch krebserregend, oder nicht? Muss ich googeln. Hey, Jakob, wo bist du? Hey, Freddy. Du, ich bin schon hier drüben in der ARD-Mediathek. Ah, cool. Ja, weißt du, hier ist doch von Gags. Das sind alle Sketche von uns. Ja, unsere Serie. Ja. Ja, voll geil. Ich komm rüber. Ich muss ja nur klicken. Hier ist ja ganz einfach. Cool.